Herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Klein und ich möchte Ihnen in meinem sechsten Video die Videotechnik wieder etwas näher bringen. Was werden wir heute lernen? Heute werden wir uns das YC-Signal anschauen und hier ganz speziell das Chrominanzsignal. Wo sind wir beim letzten Mal stehen geblieben? Schauen wir uns das mal an. Im letzten Video haben wir uns angeschaut, wie das Farbdifferenzsignal entsteht. Die beiden Farbdifferenzkomponenten werden nochmals im Pegel reduziert, so dass die beiden Farbdifferenzkomponenten hier U und V entstehen. Diese beiden Komponenten können nun als Achsen orthogonal zueinander aufgespannt werden und beschreiben dementsprechend eine bestimmte Fläche. Diese ist hier farblich unterlegt. Ein Vektor in dieser Fläche kann jeden einzelnen Punkt beschreiben. Die Länge dieses Vektors stellt die Farbsättigung dar. Der Winkel des Sektors beschreibt den Farbton. Zusammengenommen ist dies das Chrominanzsignal. Im Chrominanzsignal gibt es drei wichtige Varianten: PAL, NTSC und SECAM. Das Chrominanzsignal ist Bestandteil des YC-Signals, welches aus Luminanz und Chrominanz besteht. Das YC-Signal wurde verwendet in hochwertigen Heimvideogeräten und im semiprofessionellen Bereich. Was haben wir heute gelernt? Heute haben wir gelernt, dass sich die beiden Farbdifferenzkomponenten zusammenfassen lassen im Chrominanzsignal und dass das Chrominanzsignal wichtiger Bestandteil ist im YC-Signal, welches Verwendung gefunden hat in hochpreisigen Heimvideogeräten und im semiprofessionellen Bereich. Ich hoffe, es war interessant für Sie und Sie haben einiges mitgenommen. Wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen.